Mucke, Sahne her. Möchte verkaufen Frühlingsrollen. Schmecken gut. Verdammte Scheiße! Aber zumindest hier mein Fahrzeug wieder. Wo bin ich jetzt schon wieder? Jedes Mal woanders. Es geht ja wohl nicht mehr an hier. Ich will mich wirklich langsam wie so eine Billigversion zum Stargate oder so versetzt. Aber zumindest hat das ein bisschen du wummst und wirkt ein bisschen wie so ein LKW, aber der Wenderadius ist schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Das hier fällt mir ganz gut. So, jetzt mal hin auf ihr Düst, geil! Eine Ankündigung des Ministeriums. Halt die Fresse, ich will keine Ankündigung, ich suche den Harry, den suche ich, Mann! Lass mich in Ruhe, du Nachrichtensendung, du! Ach nee, jetzt aber was ist denn hier noch los? Die mich am bunten Flaggen hier überall, das ist doch nicht normal, Junge, wie mal, ja, das muss die Höhenluft sein, die sind nicht ganz glatt in der Birne! So, ein paar Idioten! Gucken, was hier oben ist. Hochklettern. So eine Scheiße. Pöppo hier. Guck mal, hab ich eigentlich so einen komischen Kampfburschen bei mir. Das ist doch nicht normal. Ach, ein Kleider hängt hier. Das ist ja mal geil. Den nutzen wir auch gleich mal. Abgekleidet. Hui. Mann. Eine kurze Anmerkung von Mokosan. Wir sponsern diese Serie schon so lange. Kaufen nun Frühlingsrollen. Oder leckere Teigtaschen. Wir lieben dies. Wir wollen, dass sie mehr bestellen. Viel mehr. Wir gehen bankrott, wenn sie nicht bestellen. Danke für Ihr Verständnis und nun viel Spaß zurück bei der Sendung. Wünsche Ihnen Ihre Mokosan. So ja, schön, jetzt habe ich mal über meine sexuellen Vorlieben gesprochen. Da, das reicht doch jetzt für immer, würde ich sagen. So, denn es Rauch. Das könnte der Ari sein, der qualmt ja wie so ein Schlot. Quasi wie so eine Fabrikgelände ist der. Mit seiner Mutti sagt Roma, hör auf, Junge, das ist schlecht für deine kleine Gesundheit. Und er sagt dann immer nur so, ich muss rauchen, wie der Drack raucht. Das ist das Gleislauf des Lebens. Das Schicksal der Unbekannten. Verdammt, ist jetzt schon wieder mit mir los. Geht's mit mir langsam los? Ist die Höhenluft, ist das doch. Die macht einen doch total kirre. Da drehst du durch, da drehst du am Rad mit der Zeit hier. Ey, lecke mich am Arsch hier mit ihrer Scheiße. So, hier mal lang gezwirbelt, ui. Ja, die Frage ist, da war er ja auch nicht. Es war nur so ein Feuerstellchen. Wo, ah, da vorne ist noch mehr Rauch oder hat er mir Rauchzeichen aus einem Zigarettentopf gebaut, Harry? Ey, das wäre ja mal richtig geil. Komisch. Ich möchte eigentlich nur nach Hause. Hallo? Was war denn das? Vor meinem inneren Auge ist eine Karte aufgetaucht. Aber wenn es das nächste Rauchzeichen, das ist gut. Dann machen wir sofort hin. Harry, ich komme, mein Freund. Ich bring dich nach Hause zu deiner Mami, damit du dir die Füße eingräben kannst. So eine Scheiße hier. Aber gut, guck dir das mal unten an. Das ist doch nicht normal. Die leben wie Tiere da unten. Und halten sich für geil. Werfen die Leichen in den Fluss oder so. Verkrutzeln die und werfen sich mit Asche in die Fresse. Das ist doch nicht normal. Wisst ihr, das machen wir doch nicht mit dem Toten. Nur von hinten in der Kühlkammer vom LKW reingeranzt, damit er sich ein bisschen frisch hält. Da kann man mit dem auch noch eine Tour durch Deutschland machen, aber nee, so eine zivilisierte Art und Weise mit Toten umzugehen, das kennen die oben nicht. Das ist ja das Schlimme daran. Verdammt, und noch dreimal zugenäht. Die scheiß Höhenluft, die macht mich schon langsam total verrückt. Ich möchte echt nur nach Hause wieder. Und wenn der Ausblick geil ist, ohne LKW ist das Leben scheiße. Ich möchte einen LKW sofort haben. Sofort möchte ich einen LKW, ganz ehrlich. Ja, jetzt ist mein Hass verflogen. Jetzt weiß ich nicht mehr, worüber ich mich aufregen soll. Na super. So eine Scheiße hier. Ich kann kotzen bei sowas. Echt mal. So eine Scheiße. Scheiße, mein Leben. Warum muss mir sowas passieren? So eine Scheiß-Slider-Skacke. Stargate-Müll. Scheiß-Side-Fiction-Kram. Aber da hinten ist aber ein schöner Wasserfall, der gefällt mir. Müssen wir eigentlich mal mit dem Harry baden gehen, irgendwann. Verdammt!